Und die letzten beiden setzen wir dahin. Et voilà. Aber der hier macht nichts. Nein! Nein! So, freut sich hier wieder alles. So, da setzt er den halt dahin. So, komm, jetzt machen wir hier ein bisschen zackig. Ich hab's ein bisschen eilig, muss ich hier mal ganz ehrlich so sagen, ne? So, aber solange die hier unten am Machen sind, kann ich schon mal oben unseren Ender-Tank machen. Ender-Tank. Sehr schön. Was brauche ich dafür alles? Okay, noch diese davon, von den Kesseln noch zwei Stück. Oh, reicht sogar. Cool. Ist das geil. So. Habe ich dann noch normale Tanks? Also Open Blocks? Nee, habe ich natürlich nicht. Habe ich Open Blocks eigentlich noch drin? Ja, sehr schön. Toll, 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 toll. Ich bin schon fast begeistert. So. So. Jetzt ist mein Motto, lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Weil wir müssen zusehen, dass wir da irgendwie möglichst viel bei rauskriegen, okay? Oh, nicht schlecht. Hm, ich bin begeistert. Hm, hm, hm. Ja, das ist wirklich ausbaufähig. Not! So, dann müssen wir hier noch eben ein bisschen Obsidian anpflanzen. Ungefähr wieder ein Stack. Ich glaube, das könnte dann auch von den Tanks her reichen. Ich weiß nicht, wie viel wir da noch rauskriegen werden. Das ist mein Problem. Wenn ich jetzt wüsste, okay, okay, so viele Medivacs kriegen wir da noch raus, also so viele zigtausend, dann könnte ich dementsprechend auch den Tank gleich bauen. Aber da ich es nicht weiß, das entzieht sich dann alles ein bisschen meiner Kenntnis. Ist ein bisschen unschön. Aber okay. Müssen halt ein bisschen überdimensioniert denken jetzt. So. Bam, badam, dam, da. Oh, zweimal machen wir noch. Da haben wir zwar mehr als ein Stack, wie eben gesagt, aber dann ist das eben so. Dann ist das eben so. So. Oh, guck mal, habe ich sogar schon fast zwei Stacks. Ist gar nicht mal so verkehrt. So. War das so? Ja, war tatsächlich so. Sehr schön. So. So, 56 Tanks. Okay, gut. Wo setze ich den jetzt hin? Wo setze ich den jetzt hin? Wo setze ich den jetzt hin? Den setze ich mal hier oben aufs Dach, glaube ich. Ob das Sinn macht, weiß ich noch nicht. So, 56. Wie lässt sich denn das am besten teilen? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das lässt sich zwar wahrscheinlich dadurch ziemlich dusselig teilen, aber das ist mir jetzt so ein ganz klein wenig egal. So. Oh, yeah. So, da fehlt noch einer. Und dann so. Ja, das ist auf jeden Fall erstmal ausreichend, denke ich mal. So, dann setzen wir da oben einen hin. Das ist der Output, genau. White, white, white. So, wie lange braucht jetzt da unten unsere Pumpe noch? Auf jeden Fall noch nicht fertig. Okay. Wenn die mit MJ läuft, wie kriegen wir denn jetzt MJ darüber? Wir haben den Dimension Transceiver. Ich weiß nicht, ob der MJ transportiert. Deswegen müssen wir einen RF-Producer bauen, beziehungsweise Consumer. RF-Consumer. So. Müssten wir theoretisch noch ein, zwei Materialien von... Hm. Toll. So. Brauche ich, glaube ich, sowieso zwei Stück von. So. Dann davon eine und davon zwei. Siehst du, von dem anderen brauchte ich auch zwei. Okay, gut, dann ist das eben so. Dann brauche ich davon noch welche. So, RF Consumer. So, dann brauche ich noch eine Power Bridge. Hieß die Power Bridge? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Gut, dann müssen wir halt schauen. Power Converters.
Na, 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 na. Ah, doch, hieß was mit Bridge, allerdings Energy Bridge. Knapp daneben ist auch vorbei. Wie, ich habe kein Glas mehr. Echt jetzt? Ohne Scheiß jetzt? Na klar, ich müsste doch eigentlich Glas haben. Meine ich doch. Tja. So, wenn er denn da drüben gleich fertig ist. So, irgendwann mal. Ich hätte noch ein paar mehr Laser bauen sollen, glaube ich. Ich könnte ja nochmal da nochmal eine Wooden Pipe anbauen und da nochmal eine Wooden Pipe vielleicht. Ah, guck mal, das steigert dann das Ganze enorm. Sehr schön, geht doch. Dann hänge ich hier nicht am Limit. Oh, seht ihr, wie schnell das jetzt auf einmal geht? Und wie sich auch die Rate erhöht. Sehr, sehr schön. So. Dann könnte ich da noch meine hinbauen. Und dann müsste ich theoretisch doch irgendwo noch so eine dusselige Pipe davon haben, oder nicht? Dann lassen wir das eben weg. So. Oh, komm, jetzt machen wir meine Pumplaster fertig, ey. Muss mal eben was trinken. 2 Stunden aufnehmen und so, ne? Ich wollte eigentlich nur mal eben ganz fix eine Folge aufnehmen. Ist immer so. Nom 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 nom. Oh yeah. Oh yeah. Gut. Cool. Kann ich damit irgendwie was machen? Nein. Wenn wir die jetzt kaputt gehen, schrei scheiße. Und sie ist sogar heil geblieben. Sehr schön. Okay. Vielleicht sollte ich aber erstmal ausprobieren, wie das Ding funktioniert, oder? Ich glaube, das wäre gar nicht mal so verkehrt. So, habe ich mein R. Ah, siehst du, ich brauche noch mein MJ. Seht ihr, fast die Hälfte vergessen hier. Hallo, MJ, komm mal her. Danke. So. Brauche ich mal eben irgendwo Wasser? Nee, ich brauche erstmal was zu essen. Was zu essen brauche ich? Und zwar ein Steak. Ich habe Bock auf Steak. Na, na. Na, na, la, 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 la. So, Steaks können wir wieder wegschmeißen. Wir brauchen noch was zum Bauen. Nehmen wir uns mal Dirt mit. Okay, sehr schön. Ich hätte nur ganz gerne den Portable Tank, weil ich würde ungern jetzt den Ender Tank nehmen, weil wenn wir das in den Ender Tank packen, dann haben wir es automatisch eben auch in dem großen Tank drin. Und das muss ja gerade nicht sein. Wir können allerdings auch... Ich weiß noch nicht, ob man das auch in den anderen Tank machen kann, außer ein Buildcraft Tank. Weil Buildcraft Maschinen sind irgendwie doch ein bisschen eigen, habe ich feststellen müssen. Und uns fehlt noch was ganz Entscheidendes. Noch was ganz Entscheidendes habe ich mir nebenbei auch noch nie gecraftet. Und zwar ein Angel Block. So, kommen wir jetzt gleich mal. Ja, nehmen wir jetzt lieber ein paar mehr mit. So. Weil die können wir nicht einfach so in die. In die Luft setzen. Ich finde die Dinger cool. Ach ja. So. Dann fliegen wir damit eben zum Wasser hin. Anschließend. Müssen wir schauen, wie wir es aufbauen. So. Also. Dann setzen wir da die Pumpe hin. Oben drauf erstmal den Portable Tank. In der Hoffnung, dass das dann auch wirklich so geht, wie ich mir das denke, wie das geht. So, den machen wir dann nochmal Mode Input. Genau, so. Dann brauche ich dafür noch Energie. Und zwar, die Energie nehmen wir daher. So, stelle ich darauf mal ein und dann Power Receive, please. Sehr schön. Also kommt da jetzt RF raus. So, den RF-Consumer, den packen wir jetzt dahin. Die Energy Bridge, die packen wir dahin. MJ Producer packen wir dahin. Damit sollte das eigentlich richtig sein. Genau so. Jetzt brauchen wir noch so eine. Und so eine. Und dann rein theoretisch müsste die Saft bekommen. Und irgendwas tun. Okay, oder sie macht gar nichts. Das ist natürlich auch eine Maßnahme. Aber wieso macht die nichts? Wieso macht die nichts? So, basteln wir die da halt persönlich dran. So.
ist mir das ja auch einerlei. No Link, wieso? Achso, ja doch, das ist richtig, dass da No Link steht. So. Ah, bist immer noch drauf eingestellt, ne? Ja, sehr schön. So, geht da jetzt irgendwie was raus? Nein, da geht irgendwie gar nichts raus. Wieso geht da nichts raus? So, okay, dann packen wir da halt ein Buildcraft-Tank drauf. Passiert denn irgendwas? Nicht so wirklich. Okay, gut. Macht nichts. Bleibt da stehen. Ich komme gleich wieder. Okay, gut. Wenn er kein Wasser nimmt. Oder geht das nur nicht, wenn ich so hoch in der Luft bin? Wir probieren es erstmal mit einer normalen Pump. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das damit ja auch irgendwo auf der Reihe. So, okay, gut, damit hätten wir uns zwar ganz viel Zeit irgendwie jetzt so ein bisschen in die Haare geschmiert, aber das ist mir jetzt gerade so ein bisschen einerlei. So. Ja, danke. Nein. Komm mal her. So. Danke. So, eine Pump, eine Mining Well. Danke. So. Dann bauen wir halt die da erstmal hin. Mal gucken, ob das mit der geht. Und wenn das dann mit der Pump Plus nicht geht, dann keine Ahnung, warum nicht? Vielleicht ist die normale Pumpe ja auch schon schnell genug. Wobei, ich glaube, die war eigentlich relativ langsam. Ansonsten muss ich mir gleich was einfallen lassen. Seht ihr, was ich meine? Habe ich eine Torchorino dabei? Nein, habe ich nicht. Okay, dann holen wir uns noch mal eben eine Torchorino. Gucken, ob die Buildcraft-Maschinen sich davon beeinflussen lassen. Wenn ja, ist gut. Dann müssen wir nur noch schauen, inwieweit die sich beeinflussen lassen. Wenn das mit dem Portable Tank geht, der von Thermal Expansion ist, dann müsste es ja rein theoretisch auch mit einem anderen gehen. Ich gehe mal aber trotzdem eben schlafen. Alter, Enderman, chill deine Basispaare. Komm, verzieh dich, Junge. Verzieh dich einfach nur. So. Weil die ist nämlich immer noch nicht unten. Weil der Rüssel muss erstmal da rein, wo es, ja, machen soll. So, lass mich da mal eben wieder hoch. Danke. So. Ja, sie lässt sich davon beeinflussen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, kommt da jetzt auch schon was rein? Ja! Mit der Geschwindigkeit kann ich sogar leben. Weil das Ding ist nämlich schon voll. What the fuck? Ja, so machen wir das. Magst du kaputt gehen? Danke. So. Ja, genau so machen wir das. So und nicht anders. So, schauen wir mal eben ganz kurz den Skelett noch eben auf den Kopf hauen da. So, ist da irgendwie was Tolles eben rausgefallen? Nö, egal. So, wie lange haben wir jetzt dafür gebraucht für die Vorbereitung? Halbe Stunde? Oder funktioniert denn das am Ende noch nicht mal? Egal. Wir machen es jetzt mit der normalen Pumpe. Ist wahrscheinlich dann auch gar nicht mal... War das Welt 7? Ich glaube, das war Welt 7, ja. Ist vielleicht am Ende dann auch gar nicht mal so verkehrt. Ist sie überhaupt noch existent? Ja. Sie ist definitiv noch existent. Okay. Richtig. Wir müssten jetzt halt nur hoffen, dass da nicht irgendwie was auf die Idee kommt, uns, kaputt haut alles hier. So, da kommt die Pump ran. Genau. So, dann kommt da oben drauf der. Wir nehmen erstmal den Tank. Das ist ja erstmal eigentlich egal, welchen Tank wir nehmen. So, so, da muss ich hier mal eben die Energy Bridge aufbauen. So, MJ Producer Energy Bridge und den RF Consumer. So, und dann würde ich ganz gerne noch den World Transceiver da drauf basteln. So. Da will ich außerdem ganz gerne mal die Torchorino hier mal. So. Oh yeah. So, geht das damit jetzt oder geht das damit jetzt nicht? Ist jetzt die Frage. Jo, es geht definitiv damit. Problem ist nur, die andere Welt ist nicht geladen. Mist! Ah, daran hätte ich denken müssen. Na, komm.
Decay hier mal nicht alles weg, ne? Ich weiß nicht, ob die Buildcraft-Maschinen, beziehungsweise ob die Buildcraft-Pump die Welt geladen hält. Deswegen lass uns erstmal weg. So. Und wir müssen uns unbedingt noch ein zweites Linking Book mitnehmen. Weil das dusselige Zeug, das hält auch leider vor unseren Büchern nicht sich fern. So, was wollte ich machen? Genau, ich brauche einen World Anchor. Ein World Anchor. War das das Richtige? Ich glaube ja, ich hoffe es, keine Ahnung. Wie fehlen Diamanten? Wieso fehlen mir Diamanten? Fehlen mir wirklich Diamanten? Was zum Fick? Okay. Gut, ja, nee, dann, Water? Tin? Da, Diamond. Und wir brauchen noch Obsidian. Okay. Kriegen wir alles hin? Kriegen wir alles hin. Kein Problem, kein Problem. Achso, ja, okay, gut. Dann machen wir es halt eben so. Output, please. Danke. So, wie gesagt, ich brauche noch einen World Anchor. Ach ja, genau, dafür wollte ich ja noch eben hier meine Obsidian Seeds mal eben wieder ein bisschen in die Erde drücken. So. Dam 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 da dam dam da dam dam da dam da da dam ba dam dam dam. So. Okay, das sollte reichen. Jetzt noch Diamonds. Ein paar Stück. Ein paar hunderttausend am besten. So. Da dam da da da. Na na na. Na na na. Na 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 na. Oh yeah. So. Weil aus 8 Stück kriegen wir ja nicht viel. Also brauchen wir mindestens 16. Ja, 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 ja. Ich befürchte nur, wir brauchen gleich Enderpearls. Weil ich brauche erstmal nur eine. So, so. Haben wir 32 Obsidian. Und dann sollten wir eventuell vielleicht ein paar Diamonds haben. Oder irgendwann zu 4 Diamonds. Toll. Ist ja nicht sehr viel. Naja, egal. So, die Diamond Seeds kommen da rein, die Obsidian Seeds kommen in den Müll, genauso wie die Nature Essence. Okay, die Wheat Essence können wir da mal reinschmeißen. So, das kommt da auch alles rein. Ist das der richtige? Ja, genau, das ist der richtige. Danke. So, Ender Pearls, danke. So. Ja, jetzt läuft er. Jetzt hält er erstmal das hier alles geladen. So, jetzt gehen wir wieder in Welt 7. Und ich habe mein Buch vergessen. Macht das was? Jetzt stürzt mich hier nicht ab. Danke. Macht das was? Ich nehme unser Buch mal lieber mit. Halt, stopp! Nein! Nein! Shit! Jetzt sind wir erstmal hier gefangen. Macht nichts, wir kümmern uns jetzt erstmal um das Menülium hier. Scheiße! Oh Gott! Das könnte mich jetzt echt ärgern. Das! Oh. Aber gut. Hauptsache, wir kommen jetzt erstmal hier mit weiter. So, komm, mach mal ein bisschen hin hier. Oh, nein! Ja, da kann ich ja gleich erstmal offscreen zusehen, wie wir hier wieder rauskommen, ey. Zwar irgendwie Leder ist trotzdem nicht, kann das sein? Hallo? Bist du geschnappt über? Oder kommt er auf der anderen Seite nur nicht damit raus, das rauszuziehen? Mal eben schauen. Ja, das kommt auf der anderen Seite nur nicht damit zurecht, dass das da raus soll. Okay, gut. Das macht nichts. Das macht nichts. So, probieren wir das mal aus. Geht da was? Da geht gar nichts. Okay, gut. Dann nehmen wir halt die normale. Ist mir das auch egal. Oh, hier ist gerade irgendwo was eingeschlagen. Ach ja. Freundliche Umgebung hier, ich muss schon sagen. Also.
Machen! Danke! Schneller machen! Ich komme die Decay davor. Ist natürlich jetzt doof, dass echt unser Buch weg ist. Ah, sowas Dämliches, ey. Aber gut, das ist... Oder ist das vielleicht doch noch da? Garantiert nicht mehr. Okay. Dann nehmen wir halt hier nochmal das Goldohr mit. Dann nehmen wir hier nochmal alles mit. Mal gucken. toll. Toll. Kann ich gleich erstmal lustigerweise... Mann! Bisschen an den Minecraft-Daten rumspielen, in der Hoffnung, dass sich dann nichts verändert. Ich denke mal, von unserem Inventar können wir uns so im Großen und Ganzen verabschieden. Dann übernehme ich das einfach nur. So, komm mal her. Irgendwas ist da gerade zerzischt. Oh weh, das war jetzt was Wichtiges. Habe ich meine Pumpe? Ja, habe ich. Sehr schön. Na, da fliegen wir einfach woanders hin. Aber irgendwie ist, glaube ich, die Welt so ganz klein wie nicht komplett kaputt mittlerweile, ne? Ja. Definitiv kaputt. Du, Skelett, ich will ja nichts sagen, aber irgendwie sind wir beide hier gefangen. Gleichermaßen. Ja, ist ja ganz schön hier. Ach, warte mal, da drüben ist sogar noch... Eine Netherfestung, glaube ich, oder? Kann das sein? Wird das eben richtig identifiziert? Oder täuscht das? Nee, ich glaube, das täuscht gerade gar nicht. Wenn das hier nur nicht so lecken würde! Oh, Mann, ey. So. Dam, da, dam. Ey, guck mal, hier sind Kohl-Ohrs. Oh, toll. Oh, wartet mal. Ich kann aber noch. Trotzdem wenigstens noch etwas bisschen retten. Wobei, bringt das was, wenn ich jetzt hier noch im Großen und Ganzen noch ein bisschen was rummache? Warte mal, kann ich das hier rein zufällig auch so machen? Nee, war auch zu schön gewesen. Nee. So, dann... So. Ja, toll. Toll, toll, voll. Na. Nicht kaputt gehen hier. Wer hier kaputt geht, kriegt Ärger mit mir. So. MJ Producer dahin. So, den Dimension Transceiver dahin. Und dann lass ich ihn hier erstmal schön das da reinfüllen. Wobei ich immer noch nicht weiß, wie ich uns hier so ganz genau rauskriege. Weil ich könnte verschiedene machen, also verschiedene Methoden machen. Aber nur in dem einen behalte ich das Inventar. Das ist das Doofe dabei. Wobei haben wir eigentlich was im Inventar, was jetzt so schade wäre. Ich meine, nee, das alles wäre ein bisschen unschön, wenn das weg wäre. Ja, aber... Oh, das könnte ich sogar eventuell wieder herstellen. Lass mich mal hoch da, danke. Ach, so. Ja, nö, also da ist ja in dieser Welt im Prinzip nichts weiter, was für uns derzeit zu tun gibt. Würde ich mal so sagen... Da war ein Creeper. Hi, was geht? Alles klar bei dir? Bist du auch so kleines bisschen angepisst, dass hier alles kaputt geht? Ja, wäre ich auch, wäre ich auch. So, die Meta-Warzen, die lasse ich immer ganz gepflegt liegen. Können wir mal gucken, vielleicht finden wir hier noch irgendwie was Nettes. Das zähle ich zwar jetzt nicht unbedingt zu netten Sachen, aber naja, ist halt so. So, bam, 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 bam. Oh yeah! Tja, so sieht auf jeden Fall eine Welt aus, die sich doch etwas, ja, wie soll ich sagen, etwas zu gut war. Diese zerstört sich dann halt einfach selber. Ne? So, aber wisst ihr was? Ich wollte eben schon Schluss machen. Ich mache jetzt einfach Schluss. Ich kriege nämlich so allmählich auch Halsschmerzen. Das ist immer so das Problem dabei, wenn man knapp 3 Stunden aufnimmt. Ja, ich komme jetzt sogar auf über 3 Stunden. Definitiv, 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 definitiv. Hallo, kannst du mal damit aufhören? Blödmann, hä?
Ich komm da gleich mal runter, dann zeig ich dir mal, wo der Frosch die Locken hat, Junge. Komm mal hier. Bäm, bäm. So, Junge, jetzt weißt du, was Sache. Okay, du hast gewonnen. Du hast ja schon gewonnen. So. Nehmen wir uns hier noch ein bisschen die Kors mit. Also ich denke mal, das Inventar können wir so behalten, aber von ein, zwei Experienzen müssen wir uns dann, glaube ich, verabschieden. Aber das stört uns ja, glaube ich, nicht weiter. Sofern wir hier heil wieder rauskommen. Okay, wisst ihr was? Falls euch die Folgen gefallen haben... Also falls euch die Folgen gefallen haben, Daumen hoch, abonnieren, kommentieren und bitte gut bewerten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.